Und natürlich sind wir auch aktiv. Ja, wir können uns nicht einfach nur verbuddeln. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen die Garageneinfahrt, die Straße gekehrt. Unnötigerweise der Vorgarten. Ja, das kann man alles machen, wenn man ein bisschen aktiver ist. Ne? Auf alle Fälle geht es jetzt in den Garten. Unseren offiziellen Gartenabschnitt mähen. Ja, ich glaube, ich kann alles. Mit dem Propangasbrenner gehe ich noch über einzelne Stellen drüber. Und so frisch reingeflattert, da haben wir echt einen guten Deal safen können. Die neue Aquabar. Da bin ich gerade am Installieren, alles angeschlossen schon. Jetzt geht es hier quasi um die Filtration, ja, dass man hier die Leitung nochmal durchspült und dann sind wir auch wieder good to go. So, also die Woche haben wir echt wenig gevloggt, weil wir müssen ankommen, immer noch vom Urlaub, vieles zu tun gehabt. Aber wir waren jetzt mal einkaufen in Kaiserslautern und da waren wir im TK Maxx. Sag mal, immer man sieht es schon ein bisschen, man sieht es hier eventuell. Also, ich weiß nicht, ob ihr diese Mini-Brands kennt. Ich kannte das auch nicht. Ich kenne das jetzt von TikTok. Und auf jeden Fall, ich wollte von Bridgerton. Also, das ist die Netflix-Edition. Und das ist auf Serien abgestimmt. Da kann man so Mini-Brands, also ja, so kleine Artikel halt von Serien haben. Gib mir mal das da. Also, hier sieht man, was man eben alles bekommen kann. Und ich wollte natürlich unbedingt den Corgi von Bridgerton haben. Und habe nicht gedacht, dass ich in der ersten Kugel gleich den Corgi habe. Ich bin total happy. Deswegen habe ich natürlich mehrere Kugeln gekauft, wobei ich jetzt echt am Überlegen bin, ob ich die anderen Kugeln wieder zurückbringe. Aber bevor ich das mache, werde ich auf jeden Fall eine Kugel mit euch auspacken. Okay. Also, wir starten. Einmal Füllchen ab. Ich meine, ich habe auch dem Dommer gesagt, er kann ja, willst du nicht eins auspacken, so fürs Feeling? Nee. Wirklich nicht? Nee. Das ist für dich nicht so wie so aber, bei einem Ü-Ei so. Aber ich frage mich gerade, was willst du denn da zurückbringen? Wieso? Kann man doch zurückbringen, Kassenzettel. Ist doch nicht offen. Ja. Okay. Könnte mir auch andere Mini-Brands holen. Ja, ja, oder willst du es aufmachen? Nee, mach doch auch. Sicher? Ja. Ist es für dich nicht so ein Feeling, wenn nee, man Ü, wie wenn man ein Ü-Ei öffnet? Okay, also. Erste Folie ab, dann ist da immer noch eine zweite Folie. Die ziehen wir jetzt auch ab. So. Dann haben wir hier die Kugel. Nicht so okay. Habe ich jetzt so gemacht. Und dann haben wir hier die Tüte. So, hier haben wir dann wieder diese Broschüre, was drin sein könnte. Das habe ich euch aber gerade gezeigt. Soll ich mal so fühlmäßig machen? Also das Ding ist, es gibt hier halt auch noch so Sondersachen drin. Also es gibt hier Legendary gibt's was, dann gibt's Iconic, dann gibt's Luxury, dann Ultra Rare und die beiden riechen. Also diese Torte, von, diese Pizza von Stranger Things riecht und diese Torte von Bridgerton riecht auch. Ist jetzt schon wieder zu viel, gell? Ja, das ist halt jetzt wieder so Kram zum Hinstellen, zum Abstauben, ne? Okay, was ist das? Was ist das? Oh, ein Schwein, oder? Das sieht aus wie ein Sweeney, ja. Das ist von Squid Game. Whatever Squid Game ist. Ja, das mit dem koreanischen. Achtung. Zweite. Ach, nochmal so das Stranger Thing, aber es ist ja die gleiche. Dann. Ach nee, wieder sowas eklig. Ich glaube, es ist auch noch eine Spinne. Ich mach's gar nicht raus. Für Deibel noch eins. Mach das wieder rein, das ekelt mich an. Echt jetzt? Bäh. Da ist da nichts bei. Ja, leg's hin, komm, weiter geht's. Ich leg's auf den Kopf. Aha, was ist das? Das heißt, das ist Iconic, oder nicht? Sicher? Warte, ich gucke. Ja, stimmt, durchrecht Iconic. Iconic. Was ist das hier? Irgend so ein Rebel Moon Figur. Okay. That's it. Jetzt machst du eine auf. Ist das jetzt alles? Warte mal, das war jetzt Netflix-mäßig. Ist
alles Netflix. Das ist Emily in Paris. Stimmt. So. Das war schon auf. Unbox Epic Gold Minis. Also hier nochmal Mini Brains. Also das ist. Ich weiß ja nicht. Ja, da gibt es die coole auch mit Hello Kitty und mit Essen, ach so, wo man dann Essen zusammensetzt. Hier nochmal aufzumachen, ne? Hier. Ja, da muss man Essen zusammensetzen. Ja, aber was mache ich damit, außer dass ich mir es hinstelle? Keine Ahnung. Essen kann ich es nicht. Kugeln sind eigentlich cool, vielleicht kann man die für irgendwas wiederverwenden. Ein Schwert? Okay. Das ist ja auch so doof. Das ist, obwohl es das ultra rare, wo dem nachts leuchtet. Ja. Echt jetzt? Tatsache. Oder ist es ein anderes? Nee. Ach guck mal, hier ist ja, damit kann er stehen, oder was? Ach nee, das ist ein anderes, das ist das hier vom Gerichter. Hier nochmal so ein Rebel Moon. Da musst du nochmal die Packung rausfinden. Guck mal. Figur. Weil der hat hier unten noch so ein Standard. Aber das ist jetzt nichts Widerschwerter, so zwei blaue mäßig. Ist die so gut, die Serie? Ich kenne die gar nicht. Wir haben okay, ja auch kein das von Squid Game? Nee, oder? Ah doch, ja. Squid Game. Da hat auch so einen Ständer hier unten. Ach so. Kann man hier nochmal reinpetzen. Kugel von dir war ja jetzt doof. Was hast du erwartet? Ach, nochmal die Figur. Die, ist das die gleiche? Ja, es gibt nur zwei. Nee, das ist eine andere. Echt? Das sind jetzt drei verschiedene. Ja, haben wir ja bald alle Figuren. Wow. Ich bin mega. Wenn jemand diese Figuren haben will, gerne. Außer der Corgi, der bleibt bei uns. Der Corgi bleibt. Ich war auf jeden Fall im Asiamarkt und Doma meint, wir machen jetzt ein Unboxing Asia Shopping. Die gekühlten Sachen, muss ich dazu sagen, habe ich schon raus. Und zwar waren das Fishballs, Prawn Balls habe ich gekauft. Und zwar schmeckt das, gebe ich euch als Tipp mit, wenn ihr so eine Yum-Yum-Suppe habt und macht da noch Fishballs, Prawn Balls rein und frisches Gemüse. Also für gewöhnlich nimmt man Chinakohl oder so oder Pak Choi. Dann schmeckt das richtig gut, dann kann man die Suppe richtig gut pimpen. Und ich hatte noch Silicon Tofu, das habe ich aber schon gekühlt. Also einmal Yum Yum Thai Red Curry with Duck. Das ist eher so Domagois Edition. Dann habe ich Thai Spicy Seafood, das ist meine Edition. Dann haben wir hier nochmal Duck Curry. Dann habe ich einmal Bull Duck Hot Chicken. Ich glaube, das ist relativ neu, also für einen Dommer, für mich ist es zu scharf, aber zum Probieren. Ich glaube, das hatten wir doch schon mal, oder? Nee, das ich glaube, ich hatte das gekauft für nach, wo wir in Kroatien waren und meine Mutter hat es gegessen, weil sie gemeint hat, es wäre zu scharf für uns. Dann habe ich einmal hier Edamame-Gewürz, Garlic Chili, oder? Doch, Garlic Chili, Edamame-Gewürz. Leider hatten die keine Edamame. Dann habe ich hier einmal Beef Ramen. Also muss sagen, da kostet ein Päckchen 69 Cent und hier, das hat 1 Euro gekostet, aber es gab von Yum Yum kein Beef mehr. Dann habe ich nochmal Beef. Dann habe ich nochmal Thai Spicy Whatever. Dann habe ich zweimal Duck für den Dommer. Das ist by the way alles selbst bezahlt. Und einmal Chicken. So, jetzt will ich mal ganz kurz was sagen. Also diese Suppen, ne, sind wirklich eigentlich Schrott. Also mal eigentlich sollte man das lassen und sollte sowas nicht essen. Alles chemisch hergestellt, Fast Food, Schrott. Aber für mich als Asiate ist es wahrscheinlich so, wie wenn, keine Ahnung, sich jemand, ein Amerikaner, einen Burger holt zum Warmmachen oder wenn man eine gefrorene Pizza hat. Für uns ist es halt so ein schnelles Essen.
wenn man mal einfach keine Lust hat zu kochen. Und wie gesagt, man pimpt es dann noch mit Gemüse, mit Fishballs und so weiter. Wir haben das einfach zu Hause, falls mal das kleine Hüngerchen kommt. Und wie gesagt, oder man auch mal keine Lust hat zu kochen. Oder jetzt gerade im Sommer will man ja nicht so viel essen. Und es schmeckt einfach gut. Und von Kalorien her, ich glaube, eine Suppe hat so 300, 350 Kalorien. Und naja, es schmeckt halt einfach, ne? So. Dann habe ich. Was war das? Dann habe ich Ponzu-Soße geholt. Dann, was ist denn das Ponzu? Zum Kochen. Dann, ja, aber wo machst du das typischerweise rein? Silicon Tofu. Okay, hatte ich noch nie. Oder zum Beispiel noch mehrere Gerichte. Dann Fischsauce und so eine Fischsoße. Jetzt doch mal denkt so, Fischsoße. Ich kenne die doch. Aber die, mit der kocht man viel, also nicht nur Fisch. Ja, ja, ja. Also auch Fleisch kocht man damit. Die haben wir, glaube ich, schon mal gehabt. Und dann habe ich Mushroom Sauce geholt. Ja. So, dann die nächste Tüte. Dann habe ich Rice Paper geholt, um Spring Rolls zu machen. Yum Yum Shrimp. Oystersoße. Sushi Reisessig. Nochmal Chicken Yum Yum. Hoisin-Soße. Mhm. Schwarzer Sesam, weißer Sesam. Hatten die auch diese Japan-Mayo dort? Die könnten wir auch vielleicht mal holen. Ja, die wollte ich noch holen, habe ich gedacht, nee. Mhm, okay. Dann habe ich Sriracha-Mayo. Die ist ganz gut, ja. Und Sriracha-Soße. Das ist, aber ist es die Hot? Hot, ja. Normal. Oder? Und dann habe ich hier, dann habe ich hier noch so eine Ginger Garlic Paste. Okay. So. Also ich will was dazu sagen. Das ist alles, das sind alles Soßen, also ein Teil der Soßen, die man wirklich braucht, um chinesisches, vietnamesisches, thailändisches, malaysisches etc. Essen zu kochen. Also natürlich brauchen wir noch eine Sojasauce, Ketchup Manis, Sambal Oleg. Das sind aber Sachen, die habe ich alle zu Hause. Ich habe jetzt die gekauft, logischerweise, wo ich jetzt nicht mehr hatte. Das Ding ist, ich will euch nur sagen, das sind alles nichtsdestotrotz irgendwo Fertigsoßen. Da ist auch überall Zucker mit drin. In Maß und Ziel, und man benutzt ja nur ein bisschen zum Kochen, ist es auch okay, ist es auch kalorisch okay. Aber ich will nur mit diesem Mythos aufräumen, dass asiatisches Essen Diätessen ist. No way, never ever. Fast jedes asiatische Essen, also ne, ich will jetzt sagen fast jedes, ne? Also wenn ich jetzt malaysisch koche, da ist jetzt, also ich mache generell keinen Zucker rein. Aber ich würde behaupten, zu 80% kommt in asiatisches Essen Zucker rein. Vieles asiatisches Essen wird mit Fertigprodukten gemacht, ne? Also man müsste jetzt eigentlich diese Mushroom-Soße selber machen, was gar keinen Sinn macht, weil man braucht da vielleicht einen Teelöffel für mal ein Gericht, ne? Es wird sehr viel Öl benutzt. Also es ist nicht das Gesündeste, was man essen kann. Ich will einfach nur mit diesem Mythos aufräumen. Es ist weder Diät, ganz im Gegenteil, noch ist es jetzt mega gesund. Klar, wenn ich jetzt gebratenes Gemüse mache, wo ich nur einen Esslöffel Öl nehme, mache Knoblauch dran und brate mein Gemüse an, das ist gesund. Natürlich ist Reis vielleicht gesünder wie frittierte Pommes frites. Will ich jetzt gar nichts sagen, ne? Für mich ist es halt Essen aus meiner Heimat. Das ist halt so wie, also aus meiner zweiten Heimat nenne ich es mal, das ist halt so, wie wenn ich jetzt meinem deutschen Teil folge und mache Kartoffelpuffer. Die sind jetzt auch nicht mega gesund oder Diät. Oder mache jetzt Blumenkohl in weißer Soße mit Pfannkuchen. Das ist genauso, ja. Aber ich will nur mit diesem Mythos aufräumen, dass chinesisches Essen mega gesund und Diät ist. Ja, es ist gesund, weil vielleicht viel Gemüse benutzt wird. Aber, naja, ihr seht ja, was hier benutzt wird, ne? Aber es schmeckt halt gut und ich kann es nur empfehlen. Bon. Kinders, es ist ja gerade Asselheimer Weinkerbe bei uns, Weinfest. Der Weckruf läuft heute, also wir haben einen Sonntag, der Weckruf läuft, das heißt, die Herren und Damen von der Marschkapelle
laufen die bei uns jetzt entlang. Auf jeden Fall laufen sie durchs Dorf, machen Tartuff da da, Tartuff da da. Und das haben wir jetzt gleich mit. Wann ist denn heute der Umzug? 14 Uhr. 14 Uhr. Und für später haben wir das Zelt hier aufgeschlagen. Nein. Alles regnerisch. Ja, das war ein kleiner Unterschlüpfer. Das schwierigste Stück. Das war schon die älteste. Oder Ilse, wer ist älter? Paul oder du? Paul ist älter. Paul. So. Oh, da hast du aber super rausgekriegt. Leg's um.